Der alte Spongo hat sich auch noch nicht blicken lassen, ne? Ja, was kommt da um die Ecke? Na? Wenigstens ist es nicht der Popelman. Es ist immer wieder dieser Geistspacken da. Ja, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen mal wieder zurück zu Monstrum. Wir sind mal wieder in diesem wunderschönen Safe Room und boah, dieses Spiel, ne? Ich, ey. Ja, Entschuldigung, musste mich mal kurz abregen. Es geht mir einfach auf den Sender. So, hier ist wieder ein feuchter Furz drin. In diesem Raum liegen die, dieselben Sachen immer wieder drin: Zettel, Fuse, Taschenlampe und Feuerzeug. Schnappen wir uns mal alles und wir starten einen. Da kann ich schon wieder direkt nicht mehr reden. Einen weiteren Versuch, dieses Drecksspiel zu bezwingen. Ich bin auf jeden Fall voll motiviert. Merkt man wahrscheinlich. So. Ich habe ja eben schon ein paar andere Aufnahmen hinter mir. Weswegen ich ja noch ein bisschen. Was haben wir jetzt eigentlich angemacht? Weshalb ich ja noch ein bisschen gereizt bin. Irgendwas. Da ist eine Flare Gun drin, ne? Ey, cool. Ich will die Flare Gun. Die Flare Gun. Müssen wir uns mal eben kurz irgendwie so einen Wecker oder sowas suchen? Weil da gucke ich gleich rein. Warte mal, da gucke ich gleich rein. Ich habe hier mein System, dass ich immer schön an der rechten Seite erstmal lang latsch. Ach so, hier ist auch nichts mehr. Also einmal rennen hier. Einen Spind aus Sicherheitsgründen öffnen. Liegt noch eine Taschenlampe. Eigentlich brauche ich die ja noch nicht mal. Ist teilweise eigentlich hell genug. Ich muss das Spiel ja sowieso ein bisschen heller stellen, damit man überhaupt im fertigen Video überhaupt was sehen kann. Ich muss mir den Raum hier aber merken. Auf welchen Deck sind wir denn hier überhaupt? Das muss ja eigentlich irgendwo hier stehen. Irgendwann. Kann ich nicht einfach eine Tasse da reinwerfen? Ich denke nicht, ne? Hm. Hier ist nichts drin. Gut. Ach so, wir haben. Ah, alles klar. Das hier haben wir eben wohl geöffnet. Ah, okay. Und da ist auch ein Radio. Super, perfekt, geil. Nehme ich direkt mal mit. Und das hier, Alter, geil. Die Runde fängt eigentlich genauso an wie die letzte Folge. Wir finden einen Bolzenschneider. Warte, in die Schubladen habe ich noch nie reingeguckt, wobei da liegt meistens eigentlich auch nichts drin, ne? Vielleicht mal eine Tasse, aber ansonsten nichts. Nee, nichts drin. Gut. Der Elektriker soll sich mal, haben wir schon wieder das alte Popelvieh? Den Popel auf Beinen? Wo war das denn jetzt gewesen? Ich bin da von hier. Ach, hier, guck mal. Du Idiot! Jetzt habe ich das zuerst geschmissen. Na super, geil. Ja, klasse, Tobi. Du bist wieder eine richtige. Alter, ich bin die Nummer 1 mal wieder. Wirfst das Radio rein, ohne es anzuschalten, Alter. Ey, ich könnte mich am liebsten wirklich selbst einfach mal klatschen, ne? Richtigen Facepalm. Also echt, also. Heute ist echt mein Glückstag. So. Drehmaschine. Hier kannst du nicht einfach. Weißt du, was du nicht mal machen kannst? Guck mal, da liegt Draht, da liegt eine Bohrmaschine. Wickelst den Draht dann um den Anknopf rum, sodass er die ganze Zeit läuft und wirfst den da rein. Das macht doch genug Krach. Sei mal ein bisschen kreativ, Mädel. Oder Junge, ich weiß nicht. Wir sind. Nee, ich denke, wir sind wohl eher ein Mann. Waren wir hier? Also, ja, hier waren wir schon. Das wäre doch eine saugute Idee mit dem Draht und der Bohrmaschine. Warum nicht? Funktioniert bestimmt saugeil. So, ich mache übrigens immer noch hier die ganzen Spinde und so auf, damit wir da mal schnell reinhuschen können, falls wir mal in einer Verfolgung verwickelt sind. Ich finde mich überhaupt nicht zurecht. Mein Orientierungssinn ist irgendwie gleich null. Ich hab eine fucking Taschenlampe. So, wir merken uns einfach hier. Also, das war direkt Treppenhaus runter. Und dann direkt links rein.
Also, ich habe doch gerade Schritte hinter mir gehört, mal wieder. Ich gehe erstmal nach oben. Welches Deck ist das denn? Deck 3. Merke ich mir mal, ja? Wir werden ja sicherlich gleich irgendwie so eine kleine... mal wieder ein Radio finden oder sowas. Ach, hier geht's ganz nach draußen, alles klar. Ein Radio oder so eine Zeitschaltuhr bräuchten wir. Hm. Deck 3. Deck 2. Boah, meine Nase juckt gerade schon wieder. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das weiß man ja inzwischen schon. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wo wir schon wieder sind. Och, nö. Och, muss das sein hier? Ne, muss das hier wieder sein? Weil, das U-Boot ist hier ja irgendwo. Da können wir das Teil ja eigentlich mal einsetzen, wenn wir schon hier sind. Mach zu, das Ding. So. Irgendwo hier war ja das U-Boot gewesen. Hier nicht. Hier muss nochmal ein Klempner ran. So. Hm. Der alte Spongo hat sich auch noch nicht blicken lassen, ne? Ja, was kommt da um die Ecke? Na? Wenigstens ist es nicht der Popelman. Es ist irgendwie wieder dieser Geistspacken da. Mach einen Abflug, verpiss dich. Ich mag dich nicht. Ich war. Bau doch gleich eine Ampel hin, ey. Hilfe! Treppenhaus? Da, Treppenhaus! Schön, dass wir so schnell sind. Deck 3. Ich verstecke mich irgendwo auf Deck 3. Bin ich da? Warum nur ich will ein scheiß Radio, Mann? Also. Was war denn in dem Raum jetzt nochmal drin gewesen, wo wir das Radio reinwerfen wollten? Ich weiß es gar nicht mehr. War da irgendwas drin, irgendwas Besonderes? Ich höre dich, Kollege. Ich höre dich. Ich hab dich auf dem Schirm. Ich werde mich mal vorsichtig rauswagen. Dazu eine gute Idee ist, man weiß es nicht. Naja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, weiter unten ist auf jeden Fall U-Boot. Mal wieder. Ist auch, also Deck 4, ich finde Deck 4 ist richtig schön geräumig. Finde ich richtig klasse. Da ist richtig viel Platz. So, pass mal auf, wir gehen mal raus. Okay, das ist hier hinten, wo am Heck. Am Heck ist das. Merke ich mir mal. So, ich mache mal wieder Spinde auf. Wegen der Sicherheit. Ich will doch nur einmal entkommen. Und wenn es nur mit dem blöden Schlauchboot ist, ey. Das ist doch echt. Ja, wobei, wir können aber hier. Das können wir ja machen. Ja, geht's noch lauter. Halt das Ding doch fest, die Seile. Da macht das wenigstens nicht so viel Krach. Jetzt, oh. Ist viel zu laut. Können wir jetzt eigentlich wegwerfen, ne? Ich leg den hier einfach mal hin. So, da liegt er. Ja, da liegt er gut. Sitzt er ganz bequem. Ganz chillig hat er sich daran gelehnt. Smoke weed every day. Ach nee, Quatsch. Warte mal. Warte mal. Mir ist gerade was eingefallen. Hier, guck mal. Wow. Sollst das Ding nicht werfen, du sollst es aufmachen. Guck mal, dafür braucht man das nämlich noch. So. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas Wichtiges drin sein könnte. Müssen wir gleich mal schauen. Guten Tag. Kein Radio? So ein Scheiß. Undankbarer Container, Alter. Ich habe euch immer respektiert. Auch nichts. Nur ein Haufen Scheiß.
So, jetzt hier auch nochmal. Das können wir anscheinend hier rausziehen. Warte mal. Ich glaube, das ist bestimmt für den Helikopter, ne? Zieh ich einfach mal raus, komm. Piep, 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 piep. So, reicht, glaube ich, erstmal. Lassen wir erstmal da stehen und dann gucken wir hier nochmal ganz schnell rein. Bitte lass hier was drin sein. Bäh. Gar nichts. Mit feuchten Furz, da hätten sie doch auch mal wenigstens was reinpacken können. Dann lege ich das Ding erstmal hier ab. So. Und schauen wir mal weiter. Aber ich glaube fürs Schlauchboot brauchst du eigentlich nur die Luftpumpe, diese Kettenspule und Klebeband, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Sonst könnt ihr mir das ja auch gerne nochmal in den Kommentaren verraten, wenn ihr mögt. Wenn ihr mögt. Jo. Hier irgendwas drinne. Erstmal Schließfach auf. Licht an. Wir haben es wieder 11.45 Uhr. Das Licht scheint nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Alle Uhren sind immer 11.45 Uhr. Warum? Warum ist das so? X-Faktor. Das Unfassbare. Hier geht's wieder nach draußen. Haufenweise Schrott, aber nicht das, was wir suchen. Manu. Ich würde wenigstens gerne einmal entkommen. Na, ein einziges Mal. Kitchen. So, die Küche. Aber hier ist auch nichts. Mann. Außer leere Cola-Flaschen. Damit kann ich aber leider eher weniger anfangen. Es sei denn, sie sind voll. Ach, hier ist Ende. Ja. Da waren wir schon gewesen. Hier geht's anscheinend noch weiter. Oh. Ja, natürlich hast du mich gesehen. Natürlich hast du mich gesehen. Toiletten. Hey. Was gibt es einen schöneren... Es gibt keinen schöneren Ort in Horrorspielen als das Klo. Kann ich eine... Ich bin immer so einer, ich spüle zuerst und dann kacke ich erst immer rein. Ist so eine Angewohnheit bei mir. Ja, du hältst deine Klappe. So. Ging's hier eigentlich noch... Da. Schnauze. Schnauze. Klappe. Böse Kamera. Ganz böse Kamera. So, was sind wir hier? Ein Glas. Radio. Hey, geil. Nice. Geil. Da können wir eigentlich gleich nochmal zurückgehen. Gucken, ob da noch irgendwas Wichtiges drin ist. Boah, ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwas drin war. Der sieht mich hier nicht? Ernsthaft? Hab ich... Nein, ich habe keine Fuse. Klappe. Ja. Du mich auch. Das gibt's doch nicht so echt. Unfassbar dieses Scheißspiel, ey. Mann. Ja, du kannst aufhören. Danke. Meine Güte. Oh nein, ich hab Befürchtungen, weil das Licht gerade so flackert. Ich hab gerade wieder... Ach nee, wir haben das Monster ja schon gesehen. Ich bin doch doof. Ich nehme schon seit einer Stunde auf, deswegen... Wie schön. Frage, ist es jetzt da oder da? Wenn es da ist, würde ich ganz gerne jetzt hier rausrennen und dann eben schnell den Raum fertig machen. Die Welt gehört dem Mutigen. Hallo. So. Ich glaube, das Vieh hat da unten jetzt bestimmt zu tun. Da unten vor allen Dingen, da drinne.
Oh, ich sehe gerade, ist schon 18 Uhr. Ich wollte heute eigentlich nochmal streamen. Wird dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen später. Ich muss mal gucken, ob ich noch Rainbow mache. Ist es auch egal, wir spielen jetzt hier erstmal. Weil ihr habt euch ja alle so sehr wieder Monstrum gewünscht, ne, deswegen nehme ich jetzt direkt auch mal ein bisschen mehr auf. Ja. Laufen wir gerade Richtung Heck? Ja, laufen wir. Gut. Das ist sehr gut. Ich gebe mal ein bisschen Matt hier, ne? So. Ach, wir sind noch gar nicht am Heck. Ich glaube, da müssen wir noch ein Stückchen laufen. Ich glaube, das ist eine ganz dumme Idee, hier gerade so rumzutrumpeln. Und trotzdem mache ich es. Das war jetzt Deck 3 gewesen, ne? Also... Das muss hier irgendwo gewesen sein, ne? Ach hier, siehste. So, diesmal mache ich es vorher an. Ach genau, die Flairgang war da drin. So, und ich gehe kurz in den Spind. Jetzt warten wir mal eben kurz auf unseren netten Freund. Würde mich jetzt mal interessieren, wie schnell der da ist. Weil er ist eigentlich noch ganz am anderen Ende vom Schiff. Eigentlich. Ich höre ihn doch schon, ne? Ich glaube, ich höre ihn schon. Oh ja, die Musik geht ab. Gib mir den Beat, Bitch. Mhm. Geht voll ab. Licht fängt schon an zu klappern. Zu klappern vor allen Dingen. Zu flackern, wollte ich sagen. So. Ich glaube, unser netter Freund ist jetzt da. Ich habe noch keinen Spitznamen für das, für unseren netten Geist hier. Wie kann man den denn mal nennen? Keine Ahnung. Da hat er das Radio kaputt gemacht. Ich glaube, der mochte den Sender nicht so. So, was macht der alte Stricher da jetzt? Geht er nochmal weg, oder? Na, das Flackern wird, glaube ich, weniger. Aber ich will mich auch noch nicht wirklich raustrauen. Na komm, mach hin, Kollege. Ich habe immer noch keine Armbanduhr. Muss ich mir mal holen. So. Alter, ist der alte Pavian-Arsch da jetzt langsam mal weg. Ey, ich will hier auch mal weitermachen. Hey, die Leute langweilen sich schon. Ach, jetzt geht das Licht wieder. Weil ich da bin. Weil ich ja so eine geile Person bin, bestimmt. Und da ist das andere Radio. Eine Flairgun. Die ist für was gut? Nein, die sollst du mitnehmen, du Dussel. Mann. So, ich nehme mal hier Taschenlampe in die Hand, aber sonst ist hier nichts, ne? Dann würde ich nochmal ganz kurz hier reingucken. Da ist wahrscheinlich eh nichts drin, ne? Ja, ja, beruhig dich mal da hinten, ja? Pass auf, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder hoch. Latschen mal wieder hier hinten hin, wo Kitchen und so war. In den Wohnbereich. Ich glaube, das war ja, mehr so Wohnbereich gewesen. Da steppen wir jetzt nochmal ganz geflinkt, ganz schnell hin. Und
guck mal, ob wir da noch irgendwas finden. Also noch, wir haben nichts Besonderes gefunden. Wir haben ja... Ja. Also ja, wir haben für den Helikopter ein bisschen... Ja, was heißt, beim Helikopter sind wir jetzt auch nicht mega weit. Ich glaube, wobei, was brauchst du? Ich glaube, den Schlüssel. Benzin brauchst du dafür. Mehr würde mir eigentlich nicht sagen. Ich glaube, das war es sogar schon. Wir können ja nicht mal ganz kurz warten. Das wollte ich nochmal ausprobieren. So. Beruhig dich mal. Kann man das jetzt hier... Genau, das war so gewesen. Und dann da reinstecken. So. Und dann brauchen wir noch Benzin. Das findet man eigentlich recht häufig meistens. Kann man da nicht auch einfach reinpissen? Geht das auch? Benzin und Schlüssel. Und den Schlüssel haben wir auch schon mal des Öfteren gefunden. Ich weiß gerade noch nicht. War das in der Aufnahme gewesen, als ich die schon mal gefunden habe? Ich glaube, das war einmal in der Aufnahme und das andere Mal... Off-screen? Ich lege mal kurz einen Gang dazu. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hier sind auch immer so viele Kameras, ne? Beim Maschinenraum eher weniger. Jetzt juckt mein Mundwinkel. Ich will erst gar nicht wissen, was das jetzt bedeutet. Nee, 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 ganz vergessen, Kollege. Und boah, ich muss mich mal wieder richtig hinsetzen. Hallo? Mal kurz hier reinschauen. Licht scheint nicht zu funktionieren, das ist schön. Hier bin ich, glaube ich, beim letzten Mal gestorben, ne? Ja. Weil ich nämlich aus Versehen den Fernseher angemacht habe. Ach, guck mal, hier ein Feuerzeug. Haben wir zwei Feuerzeuge. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Pack weg den Scheiß. Flairgun. Was können wir mit der Flairgun machen? Kann ich die vielleicht einfach abschießen und dann kommt uns jemand retten, oder? Jetzt habe ich die Taschenlampe fallen gelassen, ich Idiot. Mach raus. Hui. Es war knapp. So, ich warte kurz, bis sie wieder nach links guckt und dann husche ich da eben schnell lang. Ja. So, was ist hier? Oh, oh, geil. Ja, wir haben den Schlüssel, Alter. Komm, Benzin, Benzin, Alter. Ich will Benzin. Bitte. Bitte. Einmal. Oh, ich muss gleich mal eigentlich Folgenende machen. Ich muss gleich eigentlich echt mal Folgenende machen. Eigentlich jetzt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal von dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und hoffen mal, dass wir dann Benzin finden werden. Ja, bis dahin und tschüss. Euer Tobi.